dachte, wann sollten ja 40 Bäume, 40 Rundhölzer hacken. Da sind wir jetzt dran. Und ja, mal schauen. Schade, dass hier keine Musik so in den Ladescreens und so weiter. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir noch so ein bisschen fehlen. Genauso, wie ich es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Wenn man so einen Baum fällt, da fehlt mir auch das Geräusch eines gefällten Baumes. Also wenn er so runterkracht. Das wäre schön, wenn das dann bald zeitnah kommt, weil das ist irgendwie so ein bisschen doch für die Stimmung nicht verkehrt. Und wäre schon schön. Naja, Jahreszeiten und Schlaf, okay, das kennen wir ja schon. Aber warum habe ich keinen Sound? Warte. Ja, das ist, wenn der Kopfhörer leer ist. So, jetzt höre ich euch auch sehr schön. Also, es ist Nacht. Wir sitzen hier am Feuerchen. Hier waren wir ja dabei. Wir bräuchten eigentlich mal Schlaf. Können wir... War vielleicht nicht die klügste Idee, sich... hinzubegeben. Eigentlich bräuchten wir ja. Gucken wir mal ganz kurz. Momento. Was haben wir denn da? Wie sieht's aus mit Futter? Da wäre echt mal ein bisschen was angesagt. Können wir ja wegessen. Dass wir wieder ein bisschen fitter sind. Wasser wäre toll. Beeren, die sind ja Gott sei Dank mittlerweile na komm. Reif gewesen. Jetzt wollen wir mal in der Nacht hacken. Wie gesagt, wir haben 16 von 40 schon geholt. Dass wir hier fertig werden. Ja, und da fehlt mir jetzt halt wirklich das Geräusch eines gefällten Baumes. Oh, Ressourcenlager 1. Sehr geil. Es läuft. Freigeschaltet durch EPs. So, ich holze hier mittlerweile den ganzen Bestand hier weg. Aber wir brauchen es ja. So, nächste. Das levelt uns ja auch. Das ist ja gut. Hier haben wir auch noch ganz viel. Wichtig ist, dass wir keine wilden Tiere bekommen. Also, dass sie uns in Ruhe lassen. Wölfe und so weiter. Wäre ganz ungünstig. Na komm. Na komm. Wir müssten dringend dann mal schlafen. Aber jetzt zurück zum... Eigentlich ein Dorf ist doch ein bisschen weit. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann mitten in der Nacht ist, dass es weitergeht. So. Ah, jetzt haben wir keine Axt mehr. Ne, halt, das war ja anders. War ja so. Mit Q war das, genau. Crafting. Was brauchen wir für die Axt? Steinaxt, Stöcke, Steine. Nicht genügend Ressourcen. Stöcke haben wir nicht genügend da, alles klar. Muss man hier echt noch Stöcke suchen, ne? Also unglaublich. Naja, suchen wir mal. Schön. Haben wir hier? Zwei, ich glaube. So, ich glaube, wir können uns jetzt wieder eine neue Axt bauen. Nee.
Stein fehlt uns noch. Ach, das ist doch echt nicht wahr. Es fehlt uns ein Stein. Ich werde über. Die Fackel geht auch langsam zur Neige. Das müssten wir auch mal nachlegen. Jetzt sucht man hier echt im Dunkeln Steine, oder was? Ist ja unglaublich. Gänseblümchen. Ich brauche einen Stein. Gib mir einen Stein. Das wäre fein. Ich darf nicht zu weit weg hier. Das finde ich ja nie wieder hier ins Dorf. Unglaublich. Stock. Alles findest du hier, ne? Nur keinen verkackten Stein. Unglaublich. Ich brauche leider die Axt, um ja, die Dings zu machen, die zu entasten. Echtes Johanniskraut. Nehmen wir mit. Schaden tut's nicht. Wenn es hier rumliegt. Ich brauche Steine. Leute, ich brauche mal einen Stein. Irgendwie, hier liegt ein Stein, den kann ich nicht nutzen. Total geil. Will man hier den ganzen Wald umhacken oder passiert sowas? Auch nicht. Mein Gott. Gib mir doch endlich mal einen Stein. Das kann. Ah! Nee, Stein. Spitzhacke benötige ich. Werd irre. Also kann man also nebenbei die Steine hier auch wegklöppeln. Da. Jetzt aber. Yes. Auch mal. So, was ist mit der Fackel? Einfache Fackel, Stock und Stroh. Alles klar, Stock und Stroh. Moment. Stock. Stroh brauchen wir dann. Ja, genau deswegen brauchen wir den Stroh. Die Dings. Fackel. Jetzt haben wir nicht ein Problem. So, alles klar. Ist leider ein bisschen weit weg. Kann man sich hier irgendwie ausruhen? Nicht wirklich. Ah, 52, immerhin. Okay, das nicht. Graben wir gleich die Gerade an. Na, immerhin. So, ich hoffe, dass es mal bald Tag wird, weil wir können uns hier nicht hier hinlegen einfach. Jetzt guck ich mal. Alter, ist das dunkel. Aber cool gemacht. Cool gemacht, an sich. Mit dem Zaun und so weiter. Ja, na, ob. Wo liegt mein Holz? Wo ist mein Holz? Ich sehe mein Holz nicht. Da drüben müsste was sein. Ja. Tock. So, Rundhölzer nehmen wir mal mit hier. Stock. Na, hau mal drauf da. Ja, nimm mit. Ich sehe leider jetzt gerade nicht so viel. Ich muss morgen, wenn es tags wird, erstmal wieder was besorgen. Stroh und so weiter. Ganz wichtig. Okay, da ist unser Questgeber. Irgendwo hier muss er sein. Wahrscheinlich hier drinne. So. 20 von 40, sehr gut. Wir arbeiten auch nachts. Nachtschicht sozusagen.
ich natürlich jetzt hier diese Einblendung habe, direkt über meinen Kopf, sieht ein bisschen doof aus. Sorry. Na komm, hopp. Ich brauche dringend Wasser. Sag mal, kommst du da über diese verkackte Mauer nicht rüber, oder was? Ich brauche dringend mal Wasser. Hier liegt doch. Na. So, Hack. Wir gehen den auch nachts auf Eier und bringen den Holz. Er will es ja haben. Na. Na komm, noch einmal. Und dann möchte ich ganz gerne auf jeden Fall wieder zurück in mein eigenes Dörfchen, weil wir müssen nochmal uns hinlegen. So, Rundholz. Ich sehe hier leider nichts. Was? Pine, Stump, Schaufel benötigt. Okay, das können wir komplett also auch wegziehen. Wir haben doch hier unseren Suchmodus, ne? Irgendwie. War das mit dem Suchmodus? Momento. Das haben wir gleich. Tastenbelegung. Interagieren, Karte, Fähigkeiten. Gehhaltung, Prüfmodus. Linke Alt-Taste, alles klar. Aha. Ah, hier ist auch noch. Okay, wir tragen zu viel. Wir bringen das mal weg. Bin wieder überlastet. Und dann müssen wir uns ein paar Fackeln bauen. Hilft ja nichts. Aber dafür brauche ich den Stroh. Hallöchen. Halt. Oh. Okay, der ist jetzt gerade ein bisschen böse mit uns. Hier, komm. Das ist Mathilda. Dagobert, die pennen noch nicht mehr zusammen. Und der Typ jetzt, oder? Was ist denn der? Ist der rausgegangen? Er gerade spazieren oder was? Ne, angeblich ist er hier. Hm. Da. So, 24, noch 16 müssen wir ihn rankarren. Ich würde mich ja gerne mal schlafen legen und so weiter. Ganz ehrlich, weil so langsam wird es ein bisschen. Hm. Aber ich finde es cool, dass die auch nachts durch die Gegend eiern und quasi Gesundheit, Johanniskraut, Lebensmittel, Talentpunkte haben wir gerade nicht zum Vergeben. So gerade ein bisschen. Einfache Tasche, Steinaxt. Futtertechnisch. Dann sind wir wieder fit. Aber Wasser haben wir ein bisschen Problematik. Ist da irgendwo ein Fluss sein, oder? Haben wir denn hier alles? Ja, ja. Ich brauche einen Fluss, ich brauche Wasser. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Das heißt, wir müssten nach links rum, damit wir was trinken können.
Das mitten im dunklen Wald. Gute Idee. Ich wage mal zu bezweifeln, nicht wirklich. Aber wir kommen langsam hin. So, da müsste was sein. Komm, ich brauche Wasser dringend. Gleich müsste Wasser kommen. Vielleicht finden wir hier auch ein bisschen Schilf. Stroh. So. Was haben wir hier? Schilf, jawohl. Perfekto. So, sammel das Schilf ein. Okay. Überleben. Neues Level. Sehr schön. Ed läuft doch. Ed läuft. So, können wir jetzt eine Fackel bauen? Ja. Bitte. Wenn ich hier nicht mehr im Dunkeln rumstochern muss. Keine... Es ist irgendwie auch komisch. Keine Fackel im Slot. Ausrüsten. Aha. So, okay, jetzt gehen wir zurück zu dem Dörfchen und sehen mal zu, dass wir den da jetzt zu Ende bringen. Der braucht noch 16 Hölzer. Jetzt aber flott. Flott, flott, flott. Ja, wie sieht's hier aus? Mal schauen, Rundhölzer, da liegt ja was. Ja, alles klar. Gut, dass man diesen Modus hat. Sag ich mal. Okay, wieder zu viel. Wir können echt nur 4 von den Dingern schleppen. Das ist echt übel. Okay, hier können wir die Fackel mal wegpacken. Und dann würde ich auf jeden Fall ganz gerne das Quest hier abschließen und vor allen Dingen dann zusehen, dass wir wieder in unser eigenes Dörfchen kommen, dass wir dann mal weiterbauen können. Sollen wir ein bisschen Betrieb aufnehmen, sag ich mal. Wäre schon ganz nett. Und da liegen noch Rundhölzer. Ah, hier. Ach, die sind da sogar draufgefallen. Schau mal an. Haben wir noch irgendwas? Ne, ne? Alle durch. Dann sind wir bei 32. Okay, da läuft einer durch den Wald. Ach. Dann sieh mal, schau mal an. Oh, Schneckentempo. Schneckentempo. Okay, das ist mir ein bisschen zu langsam. Wir brauchen mal Momento. Da müsste es sein. Rundhölzer, alles klar, da legen wir ein bisschen was ab. 4 ablegen. Ist ja auch geil, wenn wir den sein eigenes Rundholz dann bringen. Hätte ja auch was, ne? Guten Tag. Ich bin's. Musste schon wieder auf den Sack gehen. Ja, auf zu den Rundhölzern. Warte. Wow, 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 wow. Ich hab da was gehört.
Oh. Er greift euch ja an und er wehrt sich nicht. So. Wenn du dich nicht wehrst, ich wehr mich schon. Ich glaube, es hackt hier. Sorry. Ich glaube, es hackt. So, Fleisch, Pelz. Sehr schön. Wo haben wir jetzt unser Rundhölzerchen? Hier hat man noch irgendwo was liegen. Da liegt was. Marsch, marsch. Oh, Bären. Na komm, wir sammeln gleich mit. So, wo ist jetzt das Rundholz? Hier liegt ein Rundholz. Mehr haben wir nicht. Na gut, müssen wir hacken. So, auf geht's. Eins, zwei, drei, vier. So, komm. So, wir haben 33 hingegeben bisher. Oh, Gewinnung. Okay, sehr schön. Und es wird morgens. Sehr geil. Endlich. Endlich. So, dann noch ein paar und dann haben wir das Quest hier durch. Und dann hoffe ich, können wir wieder zurück zu unserem eigenen Dörfchen. Dass wir da mal vorankommen. Dass wir da weiterbauen. Denn ich würde schon ganz gerne irgendwie Felder bestellen etc. Aber da wir ja schon im Sommer sind, wird das ein bisschen spät. Wir können ja zumindest schon mal vorbereiten. Wo ist er denn jetzt? Ist er, hä? Ach, der ist noch hier drin. Okay. Komm, mach auf hier. Brett. Der pennt noch. Unglaublich. Unser Eins hackt sich da im Wald die Finger wund und der pennt noch. Einen noch. Da liegt noch einer. So, alles klar. Jeden Tag, jedens, brauchst du gar nicht hinlegen. Was? Ich rieche etwas in der Luft und ich hoffe, dass es das ist, was ich denke. Mein Magen ist leer, meine Hände schmerzen. Aha. Sprich mit Mathilda. Muss nach der harten Arbeit halb verhungert sein. Hier eine herzhafte Suppe. Das riecht lecker. Kann ich das Rezept haben? Ah! Nun, es ist ein Familiengeheimnis. Schäm dich. Trotzdem danke für die Mahlzeit. Sprich mit Onigust. Der ist aber wieder zurück in unserer eigentlichen Base, sag ich mal. Da gehen wir jetzt hin. Zurück zu unserer Schicht, zu unserem Haus. Das ist dort. Wir müssen auch zusehen, dass wir mal vorankommen, was das Thema Heiraten und so weiter angeht. Was ist das denn? Hölzerner Bauhammer, Steinaxt, Brennholz, Speer. Nicht genügend Ressourcen. Alles klar. Ich will mir auch noch was machen. Deswegen hacken wir noch ein bisschen auf dem Weg. Genug Bäume haben wir ja. Wow, 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 wow. Erstmal weg. Scheiß Vieh. Wo sind meine Dings? Hab ich keine Speere mehr oder was? Keine Speere mehr. Ich werd irre. Sowas Gemeines. Wird man einfach attackiert von einem Wildschwein. Na komm.
Wollte mir gerade schöne Speere schnitzen. Da kommst du an. Ich glaube, es hackt. Da wir ja noch keine Nachfahren haben und keine Heirat, gehe ich mal davon aus, wenn wir sterben, ist das Spiel vorbei. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Ja, machen wir uns mal Speere. Näherei, okay. Die kommen auf die 5. So, auf geht's. Zurück, jetzt aber mit Volldampf. Ist auch noch was. Wenn wir es hier schon umgehackt haben, können wir es auch gleich nutzen. Okay. Ich trage zu viel mal wieder. So, jetzt aber. Mit Vollgas nach Hause. Bogen wäre ganz geil. Jagen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Na, guck mal an. Hier ist noch ein hölzerner Speer. Kann ja nur unser sein. So, weiter geht's. Zurück nach Hause. Ganz wichtig. Leicht überladen, aber es macht nichts. Kann bitte mal der Regen aufhören? Das wäre schön. Das wäre schön. So. Ein Bächchen haben wir auch. Ey, ich habe die Idee. Wir könnten ja eigentlich auch im Wald hier bauen. Direkt im Wald, da müssten wir halt viel roden. Aber das wäre doch cool, oder? Hätte was. Ja, warum können wir jetzt nicht laufen? Weil wir überlastet sind, alles klar. Ich habe ja schon wieder was rumhoppeln sehen. So, können wir noch was schnitzen oder was craften? Nee, gerade nicht, ne? Da machen wir uns mal so einen einfachen Beutel. Hier oben zu bauen wäre auch toll. Aber hast du halt Probleme mit dem Wasser halt, ne? Dann bist du halt, was das Wasser angeht, ziemlich eingeschlagen, aber es ist cool. Auch alles so diesig. Schon ein paar nette Details. Hier könnte man vielleicht sogar dann Steine hacken später. Mal ganz kurz schauen. Fähigkeiten. Ah, wir haben einen neuen Talentpunkt. Sehr schön. Was ist denn das jetzt hier? Kenntnisse der Gewinnung. Das ist Bergarbeiter. Bäume und Abbaupist. Was ist das hier? Eins mit der Erde. Naturgewalt. Kenntnis in der Gewinnung. Neues Dings. Okay, wir machen es mal hier rein. Dann haben wir hier wieder was. Haben wir auch einen Punkt. Überlebenskenntnisse. Unempfindlich, bessere Temperatur. Can you hear the sound of life in the distance?
These are the sounds of your people, your tribe, your dynasty. Defend yourself against the wilderness and ensure survival for generations to come. Lead them through what nature throws at them. Build and enhance your village and make it prosperous. Get ready to forge your own medieval dynasty. Now available in early access on Steam.